Für uns geht es heute in den Holiday Park zu den Fright Nights. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus dem Holiday Park und dem zweiten Halloween. Okay, es ist eigentlich das dritte Halloween-Event dieses Jahr für mich, wenn man das Disneyland Paris noch mit dazu zählt. Aber es ist das zweite Horror-Event für mich, denn letzte Woche waren wir ja im Movie Park, das habt ihr ja bereits gesehen. Und heute geht es für uns in den Holiday Park. Ich teste heute übrigens auch ein neues Mikro. Das seht ihr hier. Also wenn es zwischendurch irgendwie raschelt, weil ich aus Versehen drankomme oder so, dann verzeiht es mir bitte. Es ist heute der erste Live-Test. Ich habe zu Hause mal getestet. Ansonsten ist Brina wieder mit dabei und der Daniel oder auch ganz viele andere, die Nadine. Und wir sind sehr gespannt. Es ist sehr, sehr voll. Also der Parkplatz ist proppenvoll. Wir überlegen tatsächlich Fastpässe zu kaufen. Wir schauen uns mal die Wartezeiten an. Wetter soll auch noch schön werden. Die Sonne soll noch rauskommen. Es soll nicht regnen. Ich muss sagen, ich finde meinen Style heute mit dem Hut echt cool. Und auch wieder Glitzer. Und ja, wir freuen uns auf einen schönen Tag im Holiday Park. Und ich bin sehr gespannt, ob ich den Abend heute wieder mit den Fright Nights einigermaßen überstehe und keine Panikattacke diesmal bekomme. Wir sind drin, lief ganz reibungslos. Wir haben jetzt hier so ein Bändchen bekommen, das ist der 3G-Nachweis. Da dürft ihr auch in die Indoor-Attraktionen rein mit diesem Ausweis, also mit diesem Bändchen. Ansonsten dürftet ihr nicht die Indoor-Attraktion nutzen. Wir haben hier auch einen Parkplan bekommen oder ein Parkprogramm für Dino oder Dinoween. Um 15 Uhr und 16 Uhr gibt es was, das will ich auf jeden Fall sehen. Und es gibt auch Meet and Greets mit Maya und Willi. Möchte ich auch gerne mal einmal mitnehmen. Ihr wisst ja, ich liebe Meet and Greets. Und ja, was haben wir noch? Corona-Abstandsregeln und ein Parkplan. Also hier am Anfang könnt ihr direkt Maya treffen, aber ihr dürft leider nicht mit euren Handys fotografieren. Es ist ein wirklich schöner Fotospot, aber ihr dürft tatsächlich nicht mit euren Handys fotografieren, was ich ein bisschen doof finde, muss ich sagen. Also man kann das Foto dann im Nachhinein kaufen. Aber selbst geht leider nicht. Ja, ich fahre jetzt eine Runde Skyscream, denn heute Abend ist hier Scare Zone. Und ich muss sagen, dann traue ich mich nicht mehr hier rein. Ja, bei dem schönen Wetter mussten wir uns erstmal einen Glühwein holen. Die Sonne scheint zwar, aber wir mussten alle einen Glühwein bestellen. Hier sogar mit Schuss bei Daniel und Brina. Und ich zeige euch noch, es gibt nämlich noch was anderes, und zwar einen Pumpkin Latte. Hier seht ihr mal die Preise. Wir sind jetzt im Wikiland angekommen und es ist tatsächlich das erste Mal für mich, dass ich Wikiland von innen sehe. Ich habe es ja von außen mal gesehen, aber es ist leider sehr, sehr viel los. Wie heißt der Spinning Coaster? Wie heißt der? Die wilde Runde. Disco Coaster. Ist sehr viel los beim Disco Coaster, deswegen werden wir uns wahrscheinlich nicht anstellen, aber wir laufen hier mal gemütlich durch Richtung Burg Falkenstein. Das ist nämlich unsere nächste Attraktion. Wir warten gerade auf den Start von Dinoween. Um 15 Uhr geht's los mit der ersten Veranstaltung hier im Pfälzer Tal, Stadt, was auch immer. Pfälzer Dorf. Genau, Tal, Stadt, was auch immer. Ja, es sind gerade zwei Raptoren an uns vorbeigelaufen. Das war jetzt, also habt ihr gerade eben gesehen, das war irgendwie gar nichts. Wir warten jetzt noch ein bisschen und hoffen, dass jetzt noch mehr passiert. Fertig. Jetzt schmeißt du den Ball wieder zurück. So. Ja, du musst ihn auch fangen. Probieren wir nochmal, okay? Ah, Dr. Professor Doolittle, ja, Bobby!
Was? Das Baby ist da? Das Dino-Baby? Ich soll es jetzt holen? Ah, okay. Eine Sekunde, ich komme gleich. Mädel. Ja, das kann ich mir vorstellen. So ein bisschen angstlicher schon. Kann man nicht essen. Nein. Wollen wir nicht. Vielen Dank. Danke. Also ich muss leider etwas kritisieren, denn ja, auf dem Flyer stand, dass dieses erste Dino-Event im Pfälzer Dorf stattfindet. Da haben wir dann gewartet und dann sind die dann nur durchgelaufen und sind hier zum Platz der Fontänen gelaufen, wo dann wirklich die Show stattfindet. Also das ist im Flyer leider ein bisschen schlecht ausgeschildert. Ne? Wir haben da gewartet, da kam auch 3:05 raus. Ja, fand ich jetzt schade, weil da war sehr, sehr viel los. Konnten wir leider nicht so viel aufnehmen. Für Kinder ist es, glaube ich, ganz toll. Aber ja, wir gehen jetzt hier ins Maya-Land für ein paar Fotos. Versuchen dann um 16 Uhr noch diesen Raptor Dino Battle zu sehen und ein bisschen was aufzunehmen. Gibt es jetzt eine Dönerbox, kostet 8,50 Euro hier im Park. Die hatte ich ja letztes Mal schon mit der Brina gegessen und ich fand sie wirklich sehr lecker. Hier hinten gibt es noch Flammkuchen und Wurst. Brina, was hat es gekostet? 8 Euro der Flammkuchen, das weiß ich nicht. 5,50 Euro. 5,50 Euro. Guten Appetit. Wunderbar. Einmal den roten Dino, der Red und einmal der blaue Dino, Mr. Blue. So, mal gucken, ich guck jetzt mal hier in mir. Schön. Alles okay, Bartschuss? Nee. Langsam hier. Nicht vor den Kindern. Nein, aua. Hier, Mensch. Warte mal. Gemüse. Da ist Gemüse. Jungen Arme, wir zählen zusammen runter von 3 und zwar 3, 1, los geht's! Und Red, Mensch! Lass die Kinder gehen, hopp! Ja, wir schlendern jetzt hier noch ein bisschen durch den Park, denn die richtige Party geht ja erst um 18 Uhr los. Wir haben jetzt knapp, kurz nach 5, fahren jetzt noch eine Runde GeForce und ja, dann geht die Party ja hier am Fontänenplatz los. Um 19 Uhr gibt es eine Halloween-Parade, ab 18 Uhr machen auch die Maces auf. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es wird heute. Die Scare Zone bei Skyscream ist gestartet. Es sind ein paar Monster rausgekommen, Zombies. Es ist ganz viel Nebel. Und ja, wir gehen jetzt zur ersten Maze. Die skippe ich aber, der Tunnel. Da kriegt meine Freundin mein Handy jetzt gleich mit Stativ und wird ein bisschen filmen. Es ist ja komplett eigentlich dunkel. Aber ja, ich skippe. Aber die anderen werden bestimmt dann nach der Maze berichten, wie sie es gefunden haben.
Ich warte, zeige ich euch nochmal das Showprogramm der Fright Nights und ich habe jetzt auch Handschuhe an, denn es ist sehr kalt geworden. Also zwischen 18 und 20 Uhr gibt es die Warm-Up Party am Platz der Fontänen. Dann ab 19 Uhr gibt es die Halloween Parade, die schauen wir uns auch gleich an. Ab 20 Uhr beginnt die große Halloween Party am Platz der Fontänen und dann zum Abschluss gibt es noch ein Feuerwerk um 21.50 Uhr. Da bin ich sehr gespannt. Ich zeige euch noch die Maces. So, hier seht ihr die Maces, wir haben einmal die Zombie Factory, wir haben den Titty Twister, der soll ja sehr gut sein. Freak Circus, Camp Sonnenschein, neu, The Tunnel, da sind die anderen ja gerade drin. Und da seht ihr, wo die Scare Zones sind, da ist der Zutritt ab 18 Uhr, ab 16 Jahren. Und ihr könntet auch euch Expresspässe kaufen für 30 Euro. Dann müsst ihr nicht mehr anstehen bei den Maces, weil ja, die sind kostenfrei, also inklusive im Parkticket. Aber wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr den Expresspass kaufen mit 30 Euro. Da müssen wir uns beim Holiday Park bedanken, denn uns wurden die Expresspässe für den Abend zur Verfügung gestellt. Also vielen Dank an den Holiday Park, dass wir nicht mehr lange anstehen müssen und so den Abend umso mehr genießen können in den verschiedenen Maces, in den Scare Zones, auf der Party und auch die Parade. Denn so schaffen wir alles. Vielen, vielen Dank. Bart weg. Also falls der Ton sich jetzt anders anhört, meine Mikros, was sind mal Mücken? ja, ich musste mein Mikro wieder zu meinem anderen Mikro tauschen. Daniel, wie war denn The Tunnel? Ja, ich denke mal, ihr habt jetzt ein paar Aufnahmen gesehen, die nicht von Simone gekommen sind. Ich habe schon vorhin gesagt, meine Freundin war Simone hat sich nicht getraut, es war wirklich super gut. Also es hat super viel Spaß gemacht und alle Mitarbeiter drin waren mega motiviert, haben super gespielt. Es war lustig, ich habe mich mega oft erschrocken, weil ich vorne laufen musste. Also 10 von 10 Punkten, definitiv.
Und Daniel hat gesagt, das wäre mein Untergang gewesen. Also wahrscheinlich wäre ich jetzt schon vom Krankenwagen abgeholt werden müssen. Hup, Hubschrauber-Einsatz, Hup, Hup. Guck mal, der Hund, der ist auch schon Alarmstufe Rot. Ja, wir haben gerade die Halloween-Parade gesehen, aber also das war keine Parade für mich. Das war ein armer Karnevalsumzug. Brina hat ein Kondom geschenkt bekommen, Daniel hat ein Bonbon bekommen, also es war wirklich teilweise wie Karneval. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich habe mir mehr erhofft von dieser Parade, muss ich sagen. Macht euch selbst ein Bild von dieser Parade, aber für mich war es wirklich ein schlechter Karnevalsumzug. Fearsome, frightened, sneaky, scary.
Where? Ghosts and goblins prowl about to catch you unaware. Better find a good disguise to blend in if you're wise. Go from door to door and you'll collect a sweet surprise. Die nächste Maze, die wir besuchen, ist Freak Circus und ich habe ja letzte Woche gemerkt, Clowns ist voll mein Ding und deswegen bin ich ja eigentlich guter Dinge. Aber mal sehen, wie es ist, wenn ich aus der Maze rauskomme. Bisschen näher, so hässlich bin ich nicht, bisschen näher, auf. Auch hier, komm mal ruhig ein bisschen näher. Einmal euer Corona-Bändchen bitte. Corona-Bändchen. Jo. Guck mal, so viele Kameras auf mich. Ist das meine Schokoladenseite oder die Seite? Ich würde die nehmen. Die Seite nehmen? Also, es wird niemand angefasst. Sehr gut. Es wird die Maske immer aufgelassen, ne? Es wird nichts weggerannt. Meine Männer da drin, alle Frauen, Finger weg. Bereit? Wer geht vor? Die Frauen gehen vor. Die Frauen gehen vor. Nein, Daria. Kleber, alle Körperteile hier. Ihr kommt hier nie wieder lebend raus, das kann ich euch versprechen.
Business! Schlimmer als letzte Woche in diesem Zirkus. Oh, das ist witzig in der Kantine, Leute! Sollen wir ein Lied reden? Herzlich willkommen! Kommt alle ran, ja. Ach, das ist das, glaube ich, mit der Gardine. Ladies and Gentlemen! Guck mal, die Tandern schissen. Immer schön festhalten. Und weißt du was? Schatzala, guck mal. Stimmung! Ich glaube, jetzt müssen wir irgendwo. Oh, nein! Da geht's raus aus. Ja, wir sind gerade aus Freak Circus raus und ich muss sagen, im Vergleich zum Movie Park ist es hier schlimmer mit den Clowns. Man hat auch ein bisschen Enge und es ist ein bisschen gruseliger gemacht, wie gesagt, als im Movie Park, aber trotzdem sehr, sehr gut und ich habe noch. Also ich habe mich hier und da mal erschreckt und ich war das Opfer mit meinem Hut, aber die haben mich auch alle als Opfer am Anfang, ne? Hier die müsst ihr, die darf nicht mehr lebend raus und so, alles klar. Und dann war ich das Opfer mit dem Hut. Aber wir gehen jetzt zur nächsten Maze und hier ist voll die Partystimmung. An die Wand mit euch! Seh schon, Mäuschen, du tanzt gleich für mich, oder? So, da drin gelten Regeln. Die Masken bleiben oben, eure scheiß Hackfressen will keiner sehen. Ihr fasst keinen an und haltet Abstand. Verstanden? Rein mit euch! Wo jetzt lang? Nee, gerade hier stehen bleiben. Ah. Ich weiß schon, was passiert. Zünde mal die Tampons an. Jetzt. Hopp, hopp, weiter geht's, ihr Hasen. Geil. Ich feier das wohl. Da ist einer. Müssen wir stehen bleiben oder direkt weiter? Weiter geht's? Was? Aber wohin weiter? Da ist was. Ich bin frei. Was ist das? Lauf nicht an mir vorbei, rette mich!
rettet mich! Alter Verwalter. Warte mal, nicht so schnell! Ja, warte auf uns! Ja, wir sind jetzt draußen aus dem Titty Twister und ich muss sagen, das ist genau mein Humor. Also der Humor ist genau meins. Ich muss wahrscheinlich einiges rauspiepen, denn es sind einige Wörter gefallen, die man bei YouTube wahrscheinlich nicht verwenden darf, mit F und sowas. Deswegen muss ich wahrscheinlich rauspiepen, aber es war dennoch sehr, sehr witzig. Am Ende auch gruselig. Irgendeiner hat mir am Ende irgendwie ins Ohr gezungelt, also mit so irgendwie sowas. Ich habe nicht hingeguckt, weil sonst wäre ich wieder schreiend weggelaufen. Ich habe nur die Kamera hingehalten. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Auf jeden Fall, der Titty Twister ist echt einen Besuch wert. Mega lustig. Für uns geht es jetzt in die letzte Maze in Camp Sonnenschein. Und das ist die längste Maze und ich bin sehr gespannt. Alter Verwalter, so furchtbar. So furchtbar. Ich würde so gerne mal wieder richtig geiles, schimmliges Brot rauchen. Oder Zahnstein. Zahnstein geht auf. Tschö. Hier geht nichts ab. Scheiß Chunkies. Weiter! Oh mein Gott, du hast eine Dose im Kopf. Kannst du die Dose haben? Oh, jetzt geht's shoppen! Ach, Shopping! Herzlich willkommen! Ich liebe Shoppen! So, Moment. Ah, die drei gehen vor. Die sehen so aus, als wenn sie vor wollen. Bei Shopping. Danke. Halt, stopp, du gehst als drittes, weil sonst sehen die ja nichts vom Laden. Was? Was? Schaut euch um. Oh. Ich geh nicht als letztes. Für die junge Frau hier. Na, ja, komm mal her. Nein, das ist nicht vom Fischer, das ist meine. Da trinke ich noch Wasser einfach.
Prost. Voll. Scheiße. Ja, euch gefällt es bei mir. Ja! Ah, ich merke. Bitte Spaß, ihr geht weiter. Ich werde jetzt mal gekühlt hier. Achtung. Will jemand vorgehen? Oh, dann bist du hier hinten? Ja. Nein, du darfst hier hinten. Daria, muss ich festhalten? Ja, halt dich fest. Aua! Aua! Schenkel! Gott! Furchtbar. Ja, wir sind gerade draußen aus Camp Sonnenschein. Ich habe jetzt irgendwo eine Mütze angezogen, es ist wirklich kalt. Super lange Wartezeiten ohne Fastpass, also ich würde euch tatsächlich empfehlen, den Fastpass zu kaufen. Denn die Maces lohnen sich, auch Camp Sonnenschein, wirklich sehr lange, glaube ich 8 Minuten sind wir da durchgelaufen. Ich habe ja gefilmt.
Und es geht durch so ein Camp, also ihr habt es ja gesehen. Und es ist sehr, sehr witzig gemacht. Und ich muss sagen, mit meiner Angst, es wird besser. Entweder gewöhne ich mich dran oder ich weiß auch nicht. Aber war wirklich sehr witzig. Und aber ich würde euch die Fastpässe wirklich empfehlen. Für 30 Euro, für alle Maces am Abend lohnt sich das, weil ihr wartet locker 1,5 bis 2 Stunden für die Maces. Und ihr wollt doch alle Maces an einem Abend schaffen, oder? Das Feuerwerk war ein grüner Abschluss hier für unseren Tag im Holiday Park. Ich muss sagen, es war ein wirklich toller Tag. Am tagsüber war es, ja, wir haben uns zwischendurch ein bisschen gelangweilt, denn wir sind keine Wasserbahnen gefahren und ja, sind das meiste dann, die Hauptattraktion sind wir natürlich gefahren. Abends war es wirklich cool ab 18 Uhr. Die Maces sind wirklich lohnenswert, aber ich würde euch tatsächlich den Fastpass empfehlen, sonst schafft ihr wahrscheinlich nicht alle Maces an einem Abend. Ja. Feuerwerk war toll, die Halloween-Parade kann man drüber wegsehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Eindrücke hier aus dem Holiday Park am Abend. Nochmal danke an den Holiday Park für die Fastpässe. Das hat unser Leben tatsächlich sehr erleichtert. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Am Samstag sind wir wieder im Eifelpark, auch zu den
zu dem Horror-Festival, vielleicht schon zu den Halloween-Festivals. Da gibt es wohl auch Maces. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein kleiner Park, aber trotzdem wahrscheinlich schon lohnenswert. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht!